Was sagt Mama Wutz dazu? Ich finde, es könnte nett werden. Es ist hunderte Kilometer weit weg. Wir müssen ins Ausland. Bitte, Papa Wutz. Okay, dann fahren wir zusammen. Hurra! Peppa und ihre Familie warten am Bahnhof. Frau Mümmel ist die Lokführerin. Alle an Bord! Volle Kraft voraus! Sind wir bald da, Mama? Nein, Peppa. Es ist eine lange Reise. Du musst ein bisschen Geduld haben. Sing doch ein Lied, damit die Zeit vergeht. Okay. Klicke-di-klack, klicke-di-kluck, auf Schienen fährt der Zug. Tuff, 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 klicke-di-klicke-di-klack. Ich hab ein Lied gesungen. Sind wir denn jetzt bald mal da? Es liegt noch ein weiter Weg vor uns, Peppa. Wir werden unser Ziel nicht vor morgen früh erreichen. Und wo sollen wir schlafen, wenn Schlafenszeit ist? Na, hier. Das ist doch kein Schlafzimmer, Papa. Wart's mal ab. Zauberbetten. Und da putzen wir die Zähne. Ein Zauberbadezimmer. Ein klitzekleines Becken mit klitzekleinen Wasserhähnen. Das ist noch nicht alles. Eine Zaubertoilette. Und was ist das hier für ein Knopf? Papa hat die Zauberdusche gefunden. Hallo. Ihre Pässe, bitte. Natürlich. Oh, Sie müssen Herr Wutz sein. Der Herr Wutz. Sie kommen sicher, um unseren Beton zu überprüfen. Ja. Kennen Sie mich etwa? Oh, Sie und Ihre Betonkenntnisse sind in unserem Land berühmt. Aber ich will Sie nicht länger stören. Gute Nacht. Gute Nacht. Hallo. Herr Elefant ist da, um Edmund abzuholen. Hilfe, Herr Elefant! Hier! Wir stecken fest! Nur die Ruhe, meine Damen. Ich hole Sie da raus. Nein, dann bleiben Sie auch stecken. Es ist eine Falle. Ah, ich stecke hier fest. Papa Wutz, Luzi und Peppa kommen, um Schorsch abzuholen. Oh, was für liebe kleine Kinder ihr seid. Wo sind eure Eltern? Hilfe! Wir stecken fest! Das passiert doch normalerweise immer mir. Das ist doch so, dass das sonst immer mir passiert. Ich werde da jetzt reingehen und stecken bleiben. Ich und Luzi können da reingehen. Wir sind viel kleiner. Das ist sehr nett von euch, aber das ist meine Aufgabe. Ich bin erwachsen und muss das jetzt machen. Aber Papa! Keine Sorge, Peppa. Wenn ich stecken bleibe, rufe ich den Rettungsdienst an. Ja, ich stecke fest. Aber ich habe ein Telefon. Hallo, hier ist der Rettungsdienst. Oh, Sie sind ja auch hier. Ja, ich bin gerade etwas verhindert. Dann gibt's niemanden, der uns retten kann. Es gibt uns, Papa. Und wir werden euch Erwachsene retten. Das gibt's ja. Juhu. Dankeschön, Peppa und Luzi. Ihr habt uns gerettet. Hip, hip, hurra. Jetzt fahren wir aber schnellstens nach Haus. Die Kleinen wollen viel lieber hierbleiben. Peppa, könnt ihr jetzt bitte die Kleinen rausholen? Ja, Papa. Aber vorher müssen wir vielleicht ein bisschen spielen. Peppa und Luzi lieben den Hallenspielplatz. Alle lieben den Hallenspielplatz. Die riechen aber nicht nach viel. Ja, weil sie aus echtem Plastik sind. Sie sind aus Plastik? Ja, die halten garantiert ihr ganzes Leben lang. Kaufen Sie einen, nehmen Sie vier. Nein, vielen Dank, Herr Fuchs. Sie haben auch Fisch gekauft, wie ich sehe. Bei mir hätten Sie besseren bekommen. Auf Plastikfisch verzichten wir lieber. Das ist kein Plastik. Oder vielleicht doch. Aber dafür ist er ein tolles Spielzeug. Hören Sie mal, er singt. Zuckerl, Zuckerl, kleines Dan. Ach, und er braucht nur 24 Batterien. Boah, der ist aber schön. Findet ihr nicht auch? Können wir den haben, Papa? Nein. Bitte,
Dann kann er für uns den ganzen Tag sein schönes Lied singen. Es tut mir leid, Peppa, aber wir brauchen zu Hause keinen singenden Fisch. Okay. Vielen Dank, Herr Fuchs. Aber wir haben wirklich alles, was wir haben wollten, gekauft. Es muss doch etwas geben, was Sie brauchen können. Wie wäre es mit dieser sehr kostbaren Vase aus China, die nie zerbricht? Weil sie nämlich aus Plastik ist. Die Vase ist ganz bezaubernd. Aber wir brauchen wirklich nichts mehr. Oh. Es regnet. Kein Problem, da habe ich genau das Richtige. Regenschirme! Die nehmen wir. Ja, 4 Regenschirme bitte. Am Marktstand von Herrn Fuchs gibt es alles. Sehen Sie, was für ein Glück, dass Sie bei mir vorbeigekommen sind. Ja, vielen Dank, Herr Fuchs. Und das Allerbeste ist, heute gilt, beim Kauf von 4 Regenschirmen bekommen Sie einen singenden Fisch geschenkt. Oh, supi! Peppa liebt Wochenmärkte. Alle lieben Wochenmärkte. Mama, Papa, guck mal, ich habe einen Spielgruppenstern. Das ist ja fantastisch, Peppa. Als ich noch ein kleines Schweinchen war, habe ich auch einmal einen Stern von Madame Gazelle bekommen. Vor langer Zeit, als Mama und Papa Wutz noch klein waren, war Madame Gazelle auch ihre Erzieherin. Dafür gibt's einen Spielgruppenstern. Ich war so glücklich. Hast du viele Spielgruppensterne bekommen, Mami? Oh ja. Papa, hast du denn auch viele Spielgruppensterne bekommen? Diese Zeit ist schon so lange vorbei. Ich erinnere mich kaum dran. Nein, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, du hast keinen bekommen. Du hast niemals einen Spielgruppenstern bekommen, Papa? Nein, ich hatte nie einen Spielgruppenstern. Noch nicht mal einen ganz winzig kleinen? Nein. Nun denn, wie Papa Wutz schon sagte, ist das alles schon sehr lange her, Peppa. Und es ist auch ganz sicher nicht so wichtig. Was meinst du damit, Mami? Sie sind super wichtig. Habe ich recht, Papa? Ja, Peppa. Bist du traurig, dass du nie einen Spielgruppenstern bekommen hast, Papa? Nun, ich habe in meinem Leben halt andere Dinge gemacht, auf die ich stolz sein kann. Und wenn du ein schönes Bild malst und es Madame Gazelle zeigst, kannst du vielleicht jetzt noch einen Stern dafür bekommen. Spielgruppensterne sind für Kinder, Peppa, und nicht für Erwachsene. Bitte, das Dach ist schon repariert. Dankeschön, Herr Bulle. Das war wirklich eine ganz ausgezeichnete Arbeit. Hier, ein Spielgruppenstern. Oh, vielen herzlichen Dank. Guck, Papa, Herr Bulle bekommt einen Stern. Dabei ist er ein Erwachsener. Es ist Abend. Peppa und Schorsch gehen jetzt schlafen. Hallo? Frau Mümmels Rettungsdienst hier. Mr. Kartoffel fliegt mit einem Luftballon davon. Hilfe, Hilfe! Ich bin schon unterwegs. Moment mal, mit all dem Zeug kann ich nicht zum Einsatz. Wer will Karnevalsprinzessin sein, solange ich mal eben jemand rette? Ich! Dann mal los. Ich bin die beste Karnevalsprinzessin. Ich kann am besten herumkommandieren. Ich kann das ganz genauso. Ich sollte die Prinzessin sein, denn ich kann am besten winken. Warum seid ihr nicht einfach alle drei Prinzessinnen? Na gut, dann trage ich die Krone. Ich sitze auf dem Thron. Und ich nehme den Umhang. Hilfe! Hilfe! Frau Mümmel startet, um Mr. Kartoffel zu retten. Ich fliege Sie am besten von unten an. Wow, Bastian! Ups, Entschuldigung, Mr. Kartoffel. Warten Sie, ich steige höher. Frau Mümmel, was ist denn Ihr Plan? Ich plane nie etwas. Ich mach's eigentlich immer so, wie es kommt. Autopilot aktiviert, haben Sie einen schönen Tag. Der Autopilot steuert den Hubschrauber von ganz allein. Tschüss. Auf Wiedersehen. Also, wie kriegen wir jetzt diesen Ballon runter? Soll ich ihn anpieksen? Nein, auf gar keinen Fall anpieksen! Oh, na gut, dann löse ich den Knoten. Frau Mümmel will die Luft aus dem Ballon ablassen. Warten Sie! Halt! Ich schaffe es! Frau Mümmel hat Mr. Kartoffel gerettet. Dankeschön! Hurra!
Jetzt kann ich auch wieder die Karnevalsprinzessin sein. Wir haben ja bisher auch nur 3 Karnevalsprinzessinnen. Das ist der beste Karneval aller Zeiten. Peppa liebt Karneval. Alle lieben Karneval. Und jetzt werden sie gefüttert. Pinguine fressen gern Fisch. Oh! Ich finde, Pinguine können ganz schön gut fangen. Und watscheln. Und sie schwimmen gern. Wenn ihr durch die Glasscheibe guckt, seht ihr, wie gut die Pinguine tauchen können. Oh. Die können wirklich sehr gut schwimmen. Ja, deshalb haben wir so ein schickes Becken für sie angeschafft. Sehr interessant. Vielen Dank, Frau Krokodil, und vielen Dank, Herr Löwe. Gern geschehen, Frau Antilope. Gazelle. Oh, natürlich, klar, Gazelle. Welches Tier schauen wir uns denn jetzt an? Ich kann es schon sehen. Es ist sehr groß. Es ist eine Giraffe. Ja, das ist mein Papa. Er ist hier Tierpfleger im Zoo. Hallo, ich bin Herr Giraffe. Hallo, Herr Giraffe. Auf was für ein Zootier passen Sie denn auf? Vielleicht könnt ihr das erraten. Schaut mal da, da ist ein Netz. Es ist bestimmt ein sehr wildes Tier mit Flügeln. Ich glaube, es versteckt sich und beobachtet uns. Und plötzlich schlägt es zu. Oh, Schmetterlinge. Herr Giraffe passt auf die Schmetterlinge auf. Werden die Schmetterlinge jetzt auch gefüttert? Ja, die Schmetterlinge holen sich alles, was sie brauchen, aus diesen Blumen. Es ist faszinierend, dass sie allein von den Blumen leben können. Ach, könnte ich mich auch nur von Blumen ernähren. Ja. Das ganze Gerede über Essen hat mich richtig hungrig gemacht. Mich auch. Dann ist wohl jetzt für uns Fütterungszeit. Was gibt's denn heute zum Mittagessen, Herr Löwe? Da habe ich was ganz Besonderes mitgebracht. Einen Apfel, belegte Brote und Saft für alle. Lauter Dosen mit Picknick drin. Haut rein, alle Mann. Herr Löwe liebt die Fütterungszeiten im Zoo. Alle lieben die Fütterungszeiten im Zoo. Willkommen an unserem Picknickplatz. Mit unserem ganz besonderen Picknickbaum. Es ist der einzige Baum hier. Boah, ist das heiß. Haben Sie vielleicht ein bisschen Wasser? Aber klar, wir brauchen alle Wasser. Wasser ist sehr wertvoll hier draußen im Outback. Also nicht... Erfrischend kühl. Verschwenden. Papa, du sollst es trinken und nicht damit rumspritzen. Ah. Schon okay. Jetzt machen wir ein schönes, traditionelles australisches Picknick. Das klingt wunderbar. Sollen wir Holz für das Lagerfeuer sammeln? Wir brauchen kein Holz. Wir haben doch Gas. Herr Känguru hat einen Gasgrill. Wenn wir zu Hause picknicken, kommt uns immer Frau Ente besuchen. Also hier kommt uns Frau Ente sicher nicht besuchen, mitten in der Wüste. Oh. Da kommt ein Schnabeltier. Uns kommt immer Frau Schnabeltier besuchen, wenn wir hier draußen ein Picknick machen. Essen ist fertig. Wer möchte gerne einen Maiskolben? Hurra! Peppa liebt Maiskolben. Alle lieben Maiskolben. Jetzt könnten wir etwas spielen. Gute Idee. Ich habe einen Cricketschläger. Oh, spielt ihr hier in Australien auch Cricket? Ob wir Cricket spielen? Wir sind die geborenen Cricketspieler. Kick-Kick. Und wie spielt man das? Man schlägt den Ball mit dem Schläger. Ah. Wenn er gefangen wird, ist man raus. Fertig, Papa. Du bist raus, Papa. Haha, du bist dran, Peppa. Guter Schlag, Peppa. Oh weh, der Ball ist im Baum gelandet. Hier gibt es weit und breit nur einen Baum. Und unser Ball steckt mittendrin. Wenn ich dich hochhebe, Peppa, kannst du den Ball vielleicht holen. Ein Teddybär hat unseren Ball gefunden. Das ist kein Teddybär, Peppa. Das ist ein Koala. Danke, Kumpel. Das ist das süßeste Tier, was ich je gesehen habe. Könnten Sie uns zeigen, was Sie bei einem echten Rettungseinsatz machen? Ja, mache ich gerne. Dazu brauche ich den Teddy und diesen Ball. Oh. Neulich spielte Teddy mal Fußball, als er, upsie, über den Ball stolperte.
Jemand rief sofort den Rettungswagen. Freddy, würdest du noch mal das Rettungswagengeräusch machen? Nina, Nina, Nina. Als erstes schaue ich nach, ob der Patient auf mich reagiert. Bekomme ich eine Reaktion? Ja, Doktor. Kannst du mir deinen Namen nennen? Ich heiße Herr Teddybär. Was ist Ihnen denn zugestoßen, Herr Teddybär? Ich bin über einen Fußball gestolpert. Das war aber ganz schön dumm von Ihnen, oder? Wir legen den Fußball jetzt mal so hin, dass keiner mehr drüber stolpern kann. Schildern Sie mal, Herr Teddybär. Wo tut's denn weh? Mein Arm tut weh. Dann werden wir als erstes mal einen schönen Verband anlegen. Und weil Sie so ein tapferer Teddy waren, bekommen Sie jetzt ein Abzeichen. Und so arbeiten die Rettungshelfer. Wundervoll. Kinder, sagt Dankeschön zu Dr. Braunbär. Dankeschön, Dr. Braunbär. Sehr gerne geschehen. Und denkt dran, immer schön Ausschau halten, wohin ihr geht. Dann... Oh! Dr. Braunbär rollt den Hügel hinunter. Oh, 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 oh. Er rollt durch einen pieksigen Busch. Oh, oh, oh. Er ist an einen Baum geknallt. Oh, oh, oh. Und Äpfel fallen ihm auf den Kopf. Oh. Ach du Schreck, rufen wir einen Rettungswagen. Hier ist doch der Rettungswagen. Oh, ja, dann allesamt in den Rettungswagen. Hurra! Oh. Keine Sorge, Dr. Braunbär. Wir sind hier, um Ihnen zu helfen. Dankeschön, aber ich glaube, ich brauche keine Hilfe. Tut ihr das nicht weh, Petro? Keine Sorge, ich bin Super Petro. Au. Oh je, was ist geschehen? Knöpsi ist auf Petros Nase gefallen. Meine Nase tut weh. Armer Petro. Ich werde den Doktor anrufen. Dr. Braunbär am Apparat. Eine verletzte Nase, sagen Sie? Ich bin gleich da. Hallo, wo ist der Patient? Hier, meine Nase tut weh. Verstehe. Sag, Du brauchst ein Pflaster. Hier, gleich fühlst du dich besser. Hurra! Mit meiner Brille stimmt etwas nicht. Pedros Brille ist ganz voller Schlamm. Oh, Dr. Braunbär, können Sie Pedros Brille reparieren? Nein, leider nicht. Dafür benötigen Sie einen Optiker. Ein Optiker ist eine Art Doktor für Brillen. Mein Vater ist ein Optiker. Hallo, Dr. Pony am Apparat. Mit einer Brille stimmt etwas nicht, sagen Sie. Bin schon unterwegs. Hallo, Papa. Hallo, mein Sohn. Wo ist denn das Problem? Mit meiner Brille stimmt was nicht. Kannst du diese Karte lesen? Nein, mit meiner Brille stimmt was nicht. Aha, diese Brille muss man einfach gut putzen. Ist es so besser? Ja, danke schön, Papa. Dr. Pony hat Petros Brille repariert. Hurra! Danke schön, Doktorin. Alles ist wieder, wie es vorher war. Aber Knöpsi braucht noch Hilfe. Sie streckt alle ihre vier Beine in die Luft. Ich glaube, sie liegt verkehrt herum. Frau Ente und ihre Kinder sind schneller als unser Boot. Wollen wir ein Rennen austragen, Frau Ente? Volle Kraft voraus! Fährt die Schipperkiste vielleicht etwas schneller? Nein, das ist die Höchstgeschwindigkeit. Oh. Und das ist gut so. Du solltest langsam fahren, denn wir kommen zu einem Berg. Guck mal da, da vorne ist ein Berg. Und wir schippern jetzt dagegen. Nein, wir fahren doch durch den Tunnel. Ein Tunnel führt durch den Berg hindurch. Es ist ganz dunkel. Und unsere Stimmen klingen komisch. Wir schippern mit dem Boot mitten durch den Berg. Dieses Kanalboot macht tatsächlich großen Spaß. Guckt, da kommt noch ein anderer Riesenberg. Und
Und das bedeutet noch ein Tunnel. Diesmal nicht. Oh, da ist kein Tunnel. Und was sollen wir jetzt tun? Wir nehmen den Weg über den Berg. Ein Boot kann nicht den Berg rauffahren. Das ist völlig unmöglich. Ist es nicht, denn wir benutzen jetzt eine Schleuse. Passt auf, ich zeig's euch. Mama Cleff öffnet die Schleusentore. Fahr das Boot rein, Captain. Wartet hier drinnen. Ich schließe die Schleusentore. Schaut mal, jetzt lasse ich das Wasser von oben reinlaufen. Wir fahren nach oben. Das steigende Wasser trägt das Boot nach oben. Und jetzt öffne ich diese Schleusentore. Weiter geht's, Captain. Volle Kraft voraus. Wow, wir sind gar nicht mehr am Boden. Wir fahren durch die Luft. Wir schippern über eine Brücke. Ja, auf dieser Brücke können wir ganz bequem das ganze tiefe Tal überqueren. Mit dem Kanalboot durch die Luft. Welches Abenteuer könnte das schon übertreffen? Wir fahren durch die Luft. Jetzt zeige ich euch was, wozu man ein super Gärtner sein muss. Meine Tomaten. Die sind ja nicht gerade sehr groß, Opa. Iss eine und sage mir, wonach sie schmeckt. Sie schmeckt nach gar nichts. Nun denn, sie sind wohl noch nicht ganz reif. Hallo, meine Kleinen. Oma Wutz. Bekomme ich wohl ein paar Tomaten, Opa Wutz? Nein, ich fürchte, die Tomaten sind noch nicht ganz reif. Vielleicht in ein paar Wochen. Aber es sollte Tomatensalat zum Abendessen geben. Opa Cleff hat auch einen Tomatenanbau. Ja, vielleicht kann Opa Cleff uns ein paar abgeben. Ich glaube kaum, dass jemand Opa Cleffs alte, schrumpelige Tomaten essen möchte. Oh. Hallöchen, Opa Cleff. Ah, Oma Wutz, wie nett, dich zu sehen an diesem schönen Morgen. Können wir von dir ein paar Tomaten ausborgen? Ausborgen? Ihr könnt euch so viele Tomaten nehmen, wie ihr wollt. Die Tomaten wachsen besonders gut dieses Jahr. Die sehen aber sehr viel größer aus als deine, Opa Wutz. Sie mögen größer sein, das heißt aber nicht, dass sie besser schmecken. Peppa, möchtest du gerne eine probieren? Ja, gerne. Lecker. Das ist die beste Tomate, die ich jemals im Leben gegessen habe. Ach, und wie hast du die Tomaten angebaut? Das war gar nicht viel Arbeit. Ich habe nur ein paar alte Tomatensamen in die Ecke da geworfen und schon wuchsen sie. Macht euren Korb voll, ich schaff sie eh nicht allein. Dankeschön. Wir werden einen schönen Tomatensalat daraus machen. Ah, ich kenne ein sehr gutes Rezept für Tomatensalat. Wie schön. Kannst du ihn für uns machen? Das Problem ist, ich brauche Basilikum. Und diesmal habe ich es nicht hingekriegt, Basilikum zu pflanzen. Mein Opa hat einen großen Topf voll Basilikum. Wirklich? Oh ja, eine ganze Menge von dem Zeugs. Kommt, ich zeig's euch. Das Wasser kommt wirklich zurück. Das steht schon mal fest. Das Wasser hebt Opa Wutz' Boot aus dem Schlick. Jetzt schaukelt das Boot auf und ab. Wir stechen in See. Ei, ei, Captain Opa. Ahoi und los. Ich liebe es zu segeln. Allzeit gute Fahrt, Opa Wutz. Ist alles klar an Bord? Brauchen Sie Rat oder Hilfe, alter Junge? Uns geht es hier prima. Vielen Dank auch. Wiedersehen. Opa, Sie sind viel schneller als wir. Beim Segeln sollte man sich wirklich nicht hetzen. Wir schaukeln auf und ab. Wir schaukeln auf, wir schaukeln ab. Wir schaukeln auf, wir schaukeln ab. Wir schaukeln, 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 schaukeln auf und ab. Wir schaukeln auf und ab. Ahoi, Opa Wutz. Wird Zeit, zurückzusegeln. Denken Sie an Ebbe und Flut. Wenn Sie zu spät umdrehen, bleiben Sie noch im Schlick stecken. Hahaha, da haben Sie recht. Schönen Tag. Beachtet sie einfach nicht weiter. Ich weiß mehr über Ebbe und Flut, als Sie jemals wissen werden. Wir schaukeln auf, wir schaukeln ab. Wir schaukeln auf, wir schaukeln ab. Wir schaukeln auf. Oh, wir schaukeln ja gar nicht mehr. Das liegt wohl daran, dass gerade Ebbe ist. Stecken wir jetzt im Schlick fest, Opa? Ja, aber wir stecken nur fest, bis die Flut kommt.
Die Flut hebt uns wieder aus dem Schlick heraus. Und wann kommt das Wasser zurück? Die Flut kommt morgen früh. Oh. Wir müssen einfach nur auf dem Boot übernachten. Übernachtungsparty! Hurra! Ich werde wohl mal besser Oma Wutz anrufen. Peppa und Schorsch helfen Opa Wutz im Garten. Heute wollen wir einen Gartenteich ausheben. Oh! Zuallererst graben wir ein tiefes Loch. Hier kommt Herr Fuchs. Hallo, Herr Fuchs. Guten Tag, Oma Wutz. Was kann ich Ihnen heute Schönes verkaufen? Ich brauche heute nichts, danke schön. Ah, wo ist denn Opa Wutz? Möchte er etwas haben? Er hat mit dem Bau seines Gartenteichs zu tun. Oh, Gartenteich, da habe ich genau das Richtige für ihn. Es ist ein angelnder Gartenzwerg. Reizend. Antik und einzigartig. Ich nehme ihn. Peppa, Schorsch und Opa Wutz sind sehr beschäftigt. Sie graben. Oh. Peppa hat eine kleine Tasse gefunden. Oh, die sieht ja aus wie eine richtig alte Teetasse. Oh. Schorsch hat einen sehr großen Knochen gefunden. Das ist vielleicht wirklich ein Dinosaurierknochen, George. Ha? Was ist denn das? Opa Wutz hat eine Münze gefunden. Ein Goldschatz, Opa! Wie kommt ihr mit dem Teich voran? Hervorragend! Wir haben eine Tasse, einen Knochen und eine Münze ausgegraben. Es ist ein vergrabener Schatz. Wie aufregend! Ich habe auch einen Schatz gefunden. Das ist ein normaler Gartenzwerg. Er ist ganz ohne Wert. Opa Wutz mag keine Gartenzwerge. Herr Fuchs sagte aber, er sei antik. Sehr selten. Einzigartig. Klar sagt er das. Opa, glaubst du wirklich, dass wir einen vergrabenen Schatz gefunden haben? Ich bin mir nicht sicher. Aber das wissen die Experten. Hier ist das Museum. Hallo, was kann ich für Sie tun? Hallo, Herr Löffel. Wir haben ein paar Schätze ausgegraben. Dann schauen wir mal, was Sie mir da bringen. Eine chinesische Teetasse. Interessant. Und was wollten Sie mir sonst noch zeigen? Eine Münze. Ja, dieser Weg ist wie der bei Rotkäppchen und der Wolf. Am Ende laufen wir hier nach dem großen, bösen Wolf direkt in die Arme. Oh. Hallo zusammen. Das ist Herr Wolf. Hallo, Herr Wolf. Geht's Ihnen gut? Vielen Dank. Sehr gut. Nur ein wenig hungrig. Ich frage mich gerade, wo soll ich am besten zum Mittagessen? Wir gehen heute zu meiner Großmutter zum Mittagessen. Ach ja, wirklich? Ja. Ist es weit? Nicht wirklich. Wir nehmen die Abkürzung. Das geht schon. Das ist gut. Also dann, wir sehen uns später. Wiedersehen. Bye-bye. Das war genauso wie bei Rotkäppchen und dem bösen Wolf. Ich treffe Herrn Wolf mitten im tiefen Wald und ich gehe auch zur Großmutter. Wo geht's lang, Papa Wutz? Ich weiß nicht genau. Da drüben steht ein Häuschen. Fragen wir da nach dem Weg. Hallo. Ist irgendwer zu Hause? Ich frag mich, wer hier wohnt, so mitten im tiefen Wald. Da stehen drei Stühle. Und drei Schüsseln mit Haferbrei. Hallo, Peppa. Das ist Belinda Bär mit Mama und Papa Bär. Hallo zusammen. Hallo, Herr und Frau Bär. Entschuldigen Sie die Störung. Die Tür stand auf, da sind wir einfach reinspaziert. Das ist gar kein Problem. Es ist schön, dass Sie da sind. Bleibst du zum Essen bei uns, Peppa? Es gibt Haferbrei. Er ist nicht zu heiß und nicht zu kalt. Er ist genau richtig. Wir sind eigentlich gerade auf dem Weg zum Haus von Oma und Opa Wutz. Könnten Sie uns vielleicht den Weg dahin zeigen? Dieser Weg führt geradewegs zum Haus von Oma Wutz. Dankeschön. Wiedersehen. Tschüss. Wow, das war fast wie in dem Märchen von Goldlöckchen und den drei Bären. Ja, mit dem kleinen Haus und den drei Stühlen. Und den drei Schüsseln Haferbrei. Wir sind doch in einem Märchen drin. Hast du denn einen Ball? Nein. Das macht nichts. Wir nehmen einfach unseren als Obball. Fang, Klausi! Jetzt schieße ich ihn ganz weit. Uff. Oh, hallo zusammen. Da kommt Luisa Löffel. Hallo, Luisa. Wir spielen gerade mit unserem neuen als Obball. Aber Klausi hat ihn weit weggeschossen.
Oh, ich kenne auch ein Als-ob-Spiel. Ihr müsst raten, was ich bin. Du bist ein Hase. Nein, ich tue so, als ob ich was anderes wäre. Bist du dann ein Esel? Nein. Bist du ein flauschiger Elefant? Nein. Eine Mondrakete? Nein. Ich glaube, dieses Spiel dauert mir echt zu lange. Frag mich, ob ich groß bin. Bist du groß? Nein. Warte, ich helfe euch. Ich bin ein Gemüse. Hast du nicht einen besseren Tipp für uns? Frag mich, ob ich eine Möhre bin. Bist du eine Möhre? Ja. Hurra! Schorsch kommt auch zum Spielen. Schorsch, du tust so, als ob du etwas anderes bist und wir müssen alle raten, was. Ein Dinosaurier. Das war zu einfach, Schorsch. Denk mal dran, was es alles gibt auf der großen, weiten Welt. Schorsch denkt nach. Ein Dinosaurier. Hallo zusammen. Da kommt Pedro Pony. Was spielt ihr gerade? Wir haben ein Als-ob-Ratespiel gemacht. Ich glaube, das ist jetzt schon vorbei. Was würdest du denn gerne spielen, Pedro? Ich möchte gerne in Matschepfützen rumspringen. Ja! Ja! Kommt, wir suchen uns Pfützen. Oh, hier sind gar keine Pfützen. Ohne Regen keine Matschepfützen. Dann tun wir so, als ob es regnet. Es regnet, es schüttet, platscht und platscht, der Regen fällt, diddli diddli di. Können wir nicht mit den Rollern zur Spielgruppe fahren, Papa? Gute Idee, etwas Übung kann ja nicht schaden. Hurra! Achtung, fertig, los! Hui. Jetzt wartet doch! Bis später, Mama Wurst! Ja, bis später! Peppa und Schorsch fahren mit ihren Rollern zur Spielgruppe. Brumm, brumm, brumm! Hui. Nicht so schnell! Komm schon, Papa! Papa kann nicht so schnell! Wartet auf mich! Peppa und Schorsch sind bei der Spielgruppe angekommen. Wiedersehen, Papa. Wiedersehen. Tschüss. Oh, jetzt muss ich den ganzen Weg zurücklaufen. Ich wünschte, ich hätte ein paar Räder unter den Füßen. Moment mal, ich habe ja Räder. Das macht Spaß. Papa Wutz, ja. Gefällt das Rollerfahren? Brumm, brumm, jee! Papa Wutz, du fährst ja auf Peppas Roller. Ja, Rollerfahren macht so viel Spaß. Du solltest es auch mal probieren. Peppa und Schorsch malen Bilder in der Spielgruppe. Madame Gazelle, wir sind heute mit den Rollern zur Spielgruppe gefahren. Das ist schön, Peppa und Schorsch. Dann malt doch mal alle ein Bild davon, wie ihr heute zur Spielgruppe gekommen seid. Also, ich bin Fahrrad gefahren. Wie schön. Ich bin zu Fuß gekommen. Das tut gut, an der frischen Luft zu laufen. Mein Opa hat mich mit dem Laster hergefahren. Brumm, brumm, brumm. Ganz herrlich. Los geht's. Hurra! Seid ihr bereit? Sind wir, Frau Wolf. Erst müsst ihr husten. Hust. Und dann müsst ihr pusten. Hust. Und blasen. So viele Seifenblasen. Schöne Seifenblasen in der Nacht. Ah. Guckt mal, die große Seifenblase. Das ist keine Seifenblase, Pedro. Das ist der Vollmond. Aha. Ihr wisst schon, was man tut, wenn man den Vollmond anschaut. Man heult. Au! Warum tust du das? So machen das Wölfe eben. Wir heulen den Mond an. Wendy, kannst du uns das vielleicht auch beibringen? Na klar. Zuerst müsst ihr den Vollmond anschauen. Und dann heult ihr. Au! Au! Wendy Wolf hat allen beigebracht, wie ein Wolf zu heulen. Au! Boah, wer war das denn? Ich war das nicht. Ich war das auch nicht. Es war keiner von uns. Au! Es muss ein wildes Tier sein. Ah! Au!
Es ist Omi Wolf. Herzlichen Glückwunsch, Wendy. Hallo, Omi. Und ihr müsst Wendys Freunde sein. Geht es euch allen gut? Hallo, Omi Wolf. Oh, du hast aber große Ohren, Omi Wolf. Die habe ich, damit ich euch besser hören kann. Du hast auch sehr große Augen, Omi Wolf. Oh, damit ich euch besser sehen kann. Und warum hast du so große Zähne? Damit ich besser essen kann. Nämlich Geburtstagskuchen. Oma Wutz, Opa Wutz. Hallo, meine Kleinen. So, Kinder, seid schön lieb. Und du, Schorsch, mach deine neue Mütze nicht schmutzig. Hahaha, wir versprechen, dass Schorschs neue Bommelmütze sauber bleibt. Dankeschön, Opa Wutz. Dann bis später. Wiedersehen. Kommt ihr, Peppa und Schorsch? Wir gehen runter in unseren Garten. Ja. Schorsch, denk dran, was Mama Wutz über die Mütze gesagt hat. Ja, ja, Oma Wutz. Das wird schon klappen. Peppa und Schorsch haben einen großen Misthaufen entdeckt. Opa Wutz, was ist das? Das ist Mist zum Düngen. Ein wunderbares Zeug. Ich pack's auf mein Gemüsebeet, denn dann wächst alles schön stark und groß. Es riecht ziemlich stinkig. Es ist das Schmutzigste und Stinkigste im ganzen Garten. Am besten tretet ihr zwei ein Stückchen zurück. Sehr schön. Dann kommt, düngen wir den Garten. Das ist das Gemüsebeet von Opa Wutz. Hallo, mein liebes Gemüse. Möchtet ihr ein bisschen Dünger haben? Es ist etwas windig. Halt deine Mütze fest, Schorsch. Oh je, der Wind hat Schorschs Mütze weggeweht. Schorsch, fang sie! Schorschs Mütze hängt im Baum fest. Schorsch, du bist ja ganz schlammig. Oh. Aber deine Bommelmütze ist sauber. Na, Gott sei Dank aber auch. Ich kann sie dir runterholen. Vielleicht sollte ich dir besser ein bisschen helfen. Nein, Opa Wutz, ich kann das allein. Ups! Oh je. Das ist Herrn Löffels Karottenbeet. Denkt daran, Kinder. Der Osterhase ist sehr scheu und wird nicht kommen, wenn wir hier sind. Warten wir lieber unten. Luisa Löffels Haus ist unter der Erde. Luisa, hast du den Osterhasen eigentlich schon mal gesehen? Nein. Aber der Osterhase ist doch ein Hase. Ja. Und du bist auch ein Hase? Ja. Wie sieht der Osterhase aus? Ich glaube, er sieht so aus wie ich, nur etwas größer. Ich glaube, der Osterhase hat einen Raketenrucksack. Ja, er ist ein Superhase. Und ich glaube, der Osterhase hat einen Zauberstab. Ich glaube, der Osterhase ist riesengroß, damit er ganz viele Eier herumtragen kann. Nein, der Osterhase ist doch unsichtbar. Was? Unsichtbar heißt, dass man ihn nicht sehen kann. So was Dummes. Oh, jemand versteckt ein Ei. Es muss der Osterhase sein. Ich wünschte, wir könnten den echten Osterhasen sehen. Vielleicht können wir ihn ja sehen. Durchs Fenster. Ja! Oh, ich kann ihn nirgendwo entdecken. Ich glaube, wir werden den Osterhasen nie sehen. Denkt daran, Kinder, nicht gucken. Entschuldigung, Mami. Hallo zusammen. Oh, hallo, Papa Löffel. Was machen die Karotten? Welche Karotten? Die Karotten, nach denen du sehen wolltest. Oh, denen geht's gut. Papa, hast du den Osterhasen gesehen? Nein, aber ich glaube, der Osterhase war mittlerweile auch bei uns. Meinst du, die Kinder können schon anfangen, Ostereier zu suchen? Oh ja, ich denke schon. Nein, Papa, das ist überhaupt nicht gut.
Pepper, was genau, sagte Madame Gazelle, sollt ihr tun? Wir sollen unserer Fantasie freien Lauf lassen. In meiner Fantasie stelle ich mir eine riesige Burg für mich vor. Und sie soll so riesengroß sein, dass ich sogar darin wohnen kann. Ich verstehe. Na gut. Bei Familie Locke ist Frühstückszeit. Madame Gazelle hat gesagt, du sollst einen richtigen Feenpalast bauen? Ja, mit allen kleinen Einzelheiten. Entschuldigung, aber ich kann heute leider nicht zur Arbeit kommen. Es geht um ein Bastelprojekt. Ja, ja. Danke. Aber es sollte eigentlich klappen. Genau so soll meine Burg aussehen. Nur viel, viel größer. Wenn sie so groß werden soll, sollten wir besser Zement nehmen. Nein, Papa Wutz. Wir brauchen nur einen Pappkarton, der groß genug ist. Haben wir denn einen so großen Karton? Nein. Paketzustellung für Herrn Wutz. Ich erinnere mich gar nicht, etwas so Großes bestellt zu haben. Ah, es ist nur die neue Glühbirne. Warum braucht man dafür denn so eine große Verpackung? Soll ich den Karton wieder mit zurücknehmen? Oh, ja, vielen Dank. Nein, Papa, wir brauchen den Karton. Guck, ich habe einen Karton. Dann ist die Burg ja fast fertig. Hurra! Sie ist noch gar nicht fast fertig. Wir müssen sie noch bekleben, anmalen und den Glitzer. Glitzer? Hallo? Hallo. Kann ich bitte mit Peppa sprechen? Peppa, es ist Luzi Locke. Hallo, Luzi. Wie läuft es denn bei dir mit dem Bastelprojekt? Ich komme ganz gut klar. Mami, das muss spitzer und noch etwas größer. Und wie geht es mit deiner Burg voran? Die macht richtig viel Arbeit. Aber meine Mama und mein Papa helfen ein klitzekleines bisschen mit. So, fangt jetzt mit euren Masken an. Peppa verwendet farbiges Seidenpapier. Ich bastle mir eine pinke Schmetterlingsmaske. Klausi Kleff verwendet Knöpfe und Strohhalme. Ich bastle mir eine Robotermaske. Luzi Locke verwendet Federn. Ich bastle mir eine Zaubereulenmaske. Ich bastle eine Superheldenmaske. Nee. Und ich eine Karottenmaske. Und mein kleiner Bruder Linus ist eine Babykarotte. Wir mögen Karotten. Schorsch hat eine Dinosauriermaske gebastelt. Sausia. Und was stellt deine Maske dar, Edmund? Sie stellt das Sonnensystem dar, mit allen Planeten. Aha. Ich habe auch Pluto gebastelt, obwohl Pluto nur ein Zwergplanet ist. Sehr gut. Edmund Elefant ist ein Schlauberger. Also, sind alle fertig? Meine Maske wäre mit Glitzer viel schöner. Bitte, nur ein bisschen Glitzer, Madame Gazelle. Glitzer, 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 Glitzer. Es gibt Glitzer, noch andere glänzende Glitzer, Dinge, die Glitzer, ihr benutzen dürft. Die sind nicht so gut wie Glitzer. Glitzer, Glitzer, Glitzer. Nein, man bekommt ihn nicht mehr weg. Kaum ist er aus dem Glas, verteilt er sich überall. Er ist eine Plage. Aber er sieht einfach zauberhaft aus. Bitte, bekommen wir Glitzer? Bitte. Oh, also gut. Aber ihr müsst mir alle versprechen, dass ihr sehr, sehr vorsichtig mit dem Glitzer umgehen werdet. Ja, versprochen. Okay, dann öffne ich jetzt unseren Glitzertresor. Madame Gazelle bewahrt den Glitzer an einem sicheren Ort auf. Also Kinder, ihr habt versprochen, heute äußerst vorsichtig mit dem Glitzer umzugehen. Das da ist mein Haus. Aber das ist doch Luisas Haus. Luisa Löffel wohnt in dem Hügel. Hallöchen. Hallo, Luisa. Mia ist meine neue Nachbarin. Aber wo wohnst du denn, Mia? Ich wohne unter Luisas Haus drunter. Schau es dir an. Maulwürfe leben unter der Erde. Mein Haus ist noch nicht fertig. Mein Papa baut es ja immer noch. Aha. Das ist Herr Maulwurf. Er kann sehr gut buddeln. Wie findest du dein neues Kinderzimmer, Mia? Es ist gemütlich und schön. Das ist meine Freundin Peppa. Guten Tag, Herr Maulwurf. Freut mich, dich kennenzulernen. Papa Wutz möchte Peppa abholen. Hallo. Hallo.
Hallöchen, lieber Herr Wutz. Was kann ich für Sie tun? Wissen Sie, wo Mia Maulwurfs Familie wohnt? Ja, sie sind direkt unter uns eingezogen. Sie wohnen unter Ihnen? Ja, das ist ziemlich aufregend. Hallo, Papa. Da sind Sie ja, Herr Wutz. Kommen Sie rein. Ho, ho. Wir sind noch im Umbau. Entschuldigen Sie die Unordnung. Oh, bei Umbauarbeiten bin ich sozusagen eine Art Fachmann. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie einen Rat brauchen. Das ist sehr nett von Ihnen, ja, aber... Ja, man braucht eine Menge Fachleute, wenn man ein Haus bauen will. Klempner, Elektriker, Architekten. Eigentlich bauen Herr Maulwurf und ich unser Haus ganz alleine. Ach so? Guten Tag, Herr Wutz. Hallo, Herr Maulwurf. Interessant, was Sie hier gebaut haben. Danke. Ein bisschen buddeln müssen wir noch. Womit stützen Sie denn die Decke ab? Mit Stahl oder mit Betonstützen? Stützen? Was denn für Stützen? Naja. Das Gute am Hausbuddeln ist, man kann tun, was man will, wo man will.